Was geht ab? Dieses Wochenende fahren wir in Heidepark. Das ist ungefähr 4 Stunden von hier. Wir fahren mittags, also so, dass wir mittags da sind, fahren wir hin. Und da Halloween ist an dem Tag, bleibt der Park auch schön lange auf. Das heißt, wir sind wahrscheinlich bis 22 Uhr da. Frieren uns dann wahrscheinlich den Arsch ab. Wird auf jeden Fall lustig. Und danach pennen wir in einem Fass. Wie das Ganze aussieht, das seht ihr dann nachher. Geht ab! Wo fahren wir hin? Heidepark geht ab! Heidepark geht übelst ab! Zeig die Klopapierrolle! Oh mein Gott! Und? Wir stehen im Stau. Was soll ich jetzt machen? Du warst doch müde. So. Wir fahren über Land, weil auf der Autobahn so viel Stau war. Wenigstens ist es dafür hier schön. Gleich sind wir im Scheidepark. Habe ich das gerade gesagt? Wir sind da auf dem Campingplatz. Und jetzt gehen wir per Pedis rüber. Per Pedis? Per Pedis? Per Pedis heißt zu Fuß. Die so, ungebildeten ja. Barbaren. Wir gehen wandern tief im Wald. Aber nicht freudig, sondern weil wir müssen, um 6 Euro zu sparen. Nein, weil es einfach praktischer ist. Ich, um 6 Euro zu sparen. Ich wurde nass. Dort ist der Eingang in den Park rein. Ja, ja, ja. Hier, willst du das? Oh! Ich mag das, wenn man so durchgeschoben wird. Wow! Danke! Hi! Tagsüber sehen die nicht so gruselig aus. Was aber? Diese vorne. Geil, ich will so eine Armbrust haben. We meet again, Krake. Moin Moin, ihr Landratten! Wollt ihr mal einen richtigen Kraken sehen? Da ist er! Nicht da! First ride of the day, die Cracky! Dauert aber noch eine halbe Stunde. It was awesome. Yes, it was. I loved it. Kind of awesome. It was awesome. Flug the diamond. Hier, guck. Achtung, Dämone! Schwarzlicht und Schädel. Eine 1A-Kombination für Hello. Bist du auf hier Räsch? Geht, ne? Hungrig. Toni! Toni! So, wo ist jetzt die Kotze? Blut der Dämonen war lecker. In der Tat. Kann man machen. Aber ich bin immer noch hungrig.
Ja, ich auch. Auf mehr. Auf das Ding. Lass mal jetzt hier Scream Pizza oder so. Jetzt geht es aufs Scream. Aufs Scream. Sollen wir dann auch screamen, wenn wir da runterfallen? Das wäre wünschenswert. Okay, und ich gehe rutschen. Jetzt wird's geil. Jetzt wird das krasseste Ride ever. Toiletten bei Scream. Boah, Alter, nee, ich bleib aber nicht. Ich komme nicht mit. Du fängst an zu zittern. Nein. Dir stockt der Zeit. So we just got off Scream. It was pretty cool. And we screamed. Ice cream. For ice cream. It's Pommes time. Und Blätterteigwürstchen. Mario time. Ja. Das da, ne? Das da in der Mitte. Nee, nehmen wir das andere. Diese Geräte sind doch bestimmt so gemacht, dass die Kunden immer besonders zufrieden sind, oder? Natürlich. Ich hätte weiter nach rechts. Weiter nach rechts. Der greift ja auch Bock. Voll die Verarsche, ey. Schwindelbude! Krass, guck mal, da haben die wirklich schon alles für das Feuerwerk aufgebaut. Ja. War nicht schon gesagt. Machen wir, wenn wir runtergehen, die. Ah, ja. Ja, klar. Cool. Geht ja gar nicht anders. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Wow! Da ist ja irgendwas weggeflogen. Wow! Wow! Kolossus ist immer wieder schön. In der Tat. Beste, Kolossus best. Beste. Und jetzt sind wir endlich bei einem Klo angekommen. Juhu! Oh, das Klo ist zu. Oh. Das nächste ist Dessert Race. Ich will auf ein anderes Klo, weil da friere ich mir bestimmt den Arsch ab. Abo! Abo! Lass mal eine Runde Dessert Race. Ja! Was sagen wir zu der Sadres? Jo, das ist rasant, ne? Es rasant. Das ist ein bisschen schnell. Hat mir aber gut gefallen. Das hat mir auch gut gefallen. Obwohl aber meine Augen danach ein bisschen trocken waren. Ich finde immer noch die Bremse am Ende schade. Aber ist Disney lizenziert. Und da hast du gerade so ein bisschen Airtime und dann bist du abrupt abgebremst. Ja, das ist die neue Kodak Retinet 1B mit Lichtsensor und Vollformatsensor. Geil. Und es ist 1973, falls ich es noch nicht wusste. Nee, ich glaube, sie ist noch älter. Oh mein Gott. Unten ist oben und oben ist unten. Warte, ich hab's gleich. Warte. Geht schon mal vor, ich mach abends und reden. Hier ist doch jetzt gruselig, oder? Oh, guck mal. Damn! Und jetzt geht's ab. Oh ja, jetzt geht's übelst ab. Juhu! Und durch den Tunnel durch! Wenn es gleich in die Höhle reingeht, wenn ich meinen Arm links ausstrecken würde, wäre der weg. Achte mal drauf. Ja. Awesome! Der Hut vorn! Es wird langsam dunkel.
sind wir wieder bei Colossos. Und jetzt ist es schon fast komplett dunkel. Oh es ja. Wird ein ganz neues Erlebnis. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Sieht schon ein bisschen cool aus. Come on, boy. Winner, winner, chicken dinner! Woohoo! Damn! Oh, 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 oh. Woohoo! Voll! An dem Ski musst du dich aber auch echt doof anstellen, um nichts zu kriegen. Das hab ich. Yeah! Oh, Hick! Oh, Hick! Hick! Das war gut! Das war gut. It's night time in Heidi Park. And everything looks beautiful. Doesn't it? Yes, it does. Marvelous. It's gorgeous. It's gorgeous. White House. Let's ride Big Loop in the dark. Hine oder vorne? Hine. Da wo Freu ist, ne? Wir sagen Hine. Hine. Da wo Freu ist. Knister. Yippie! Was soll die Rollercoaster Tycoon Achterbahn? Ah, meine Birne! Wow! Das ist so cool. Das ist schon nochmal eine andere Nummer vorne. Ja. Oh. Oh shit. Ja. Oh, krass. Oh, mein Gesicht ist kalt. Ja. Also Krake in der ersten Reihe hat sich definitiv gelohnt und jetzt gucken wir uns das Feuerwerk an. War laut! In der Tat! Ha? Ha? Noch eine Runde Flutete! So, jetzt waren wir gerade noch mal auf dem Flug der Dämonen. Und jetzt gehen wir in ein Maze. Gruselig. Geister! So, sie befinden sich hier vom Sektor 23. Im Sektor 23 hat es einen schnellen Unfall gegeben. Und seid ihr euch sicher, dass ihr den Sektor betreten wollt? Ja. Bist du dir sicher? Nö. Ist doch schön hier. Und wir sind ja, jetzt dasselbe nochmal. Du siehst gar nicht genau. Hallo. Doch plötzlich. Haben wir ein Selfie machen?
So, und jetzt sehen Sie zu, dass Sie hier rauskommen. Ich glaube, das Ganze geht auch ein bisschen schneller. Und warum? Weil ich Hunger habe. Und wenn ich Hunger habe, werde ich unausstehlich. Und ich bin so kurz davor, unausstehlich zu werden. So kurz davor. Also, beweg deinen Arsch. Ich hab noch ein Sandwich in der Tasche. Hat denn keiner mal Snickers für den? Das war gerade ganz schön gruselig. Oh ja. Ah. Ich würde sagen, das ist ein Knobi-Brot, oder? Das wird spaßig nachher in dem kleinen Fass. Es wird ruhig über dem Park. Man hört gar nichts mehr. Laugenkonfekt. So, das bedeutet für uns, dass wir jetzt gehen. Jetzt müssen wir nur noch durch den dunklen Wald zurück zu unserem Platz. Die Thrill Seeker Challenge haben wir auch gemacht. So, was war euer Favorit heute? Erste Reihe bei der Krake. Still Colossus. Und du? Mein Favorit. Das kostenlose Hotdog. Und dass wir 5 Stück Laugenkonfekt pro Person mehr bekommen. 20 Laugenkonfekts für 2 Euro. Nette Menschen arbeiten hier. Achso, Achterbahn waren hier auch. So. Ich glaube, mein Favorit war auch erste Reihe. Craig. Blorb. Das war's für heute. Edward mit den sicherheitsscheren Händen. Ja, leuchtet mir die ganze Zeit in die Fresse. Das ist sehr angenehm. Oh, ein großer Stein. Ober. An diesem Stein sind wir schon mal vorbeigekommen. Und hinein ins Fass. Mach mal Licht an. Ja, ist auch massig Platz hier drin. Mir ist es zu warm. Wir sind jetzt in unserem Häuschen. Hier sind ungefähr 45 Grad drin. Obwohl die Nessa so Sorge hatte, dass es kalt hier drin ist. Und wir gehen jetzt gleich pennen! Gumo! Gumo! Gumo arigato! Nach unserer Nacht im Furzfass, wo wir bei minus 12 Grad fast erfroren werden, bis ich die Heizung wieder angemacht habe, fahren wir jetzt nach Hause. Tschüss! Tschö! 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 Tschö!